Yeah, I'm going to talk in German. I hope it's okay. If not, ask your neighbor, maybe he can translate for you. Mein Name ist Raul Krauthausen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mit Ihnen über was anderes zu sprechen, nämlich über die 5 Mythen zum Thema Inklusion. Da ich aber letzte Woche einen Brief bekommen habe vom allseits geliebten Sozialamt, dachte ich, reden wir vielleicht später darüber. Wie gesagt, mein Name ist Raul Krauthausen. Ich habe offensichtlich eine Behinderung. Ich habe Glasknochen. Das bedeutet, dass meine Knochen schneller brechen als wahrscheinlich bei den meisten von Ihnen. Ich würde sagen, ich hatte eine unglaublich tolle Kindheit. Das mag für Sie jetzt vielleicht erstmal unüblich klingen, aber ich würde sagen, ich hatte eine unglaublich tolle Kindheit. Ich war immer überall dabei. Ich habe bin in einem Umfeld groß geworden, das an mich geglaubt hat. Ein Umfeld, das gesagt hat, nimm dir die Dinge vor, die du dir vornehmen möchtest und versuch, dein Ding durchzuziehen. Die Welt hat zwar nicht auf dich gewartet, aber wir stehen hinter dir. Ich war, wie gesagt, an fast allen Aktivitäten dabei. Ich war zufälligerweise auch eine relativ witzige Frohnatur, war genauso Cowboy und Indianer. Und während meine Mitschüler zum Beispiel Verkehrserziehung an der Schule machten, habe ich mit meinem Rollstuhl oder mit einem Catcar das Auto simuliert. Ich war allerdings auch kein besonders guter Schüler. Viele Leute meinen ja, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen, besonders schlau sein müssten, weil sie es ja nicht in den Beinen haben. Ne? Aber ich muss Sie leider enttäuschen, mein Notendurchschnitt war in fast allen Fächern 3,0. 3,0 ist eine Sache, wo die Eltern hin und wieder mal mit einem reden. Es ist eine Sache, wo man aber auch nicht so schlecht ist, dass man irgendwie sitzen bleibt. Aber es ist eine Note, wo man jetzt auch nicht unbedingt, die Motivation gewinnt, wenn ich lerne, werde ich besser, weil egal wie viel ich lernte, ich wurde einfach nicht besser. Und so habe ich in der 9. Klasse all meinen Mut zusammengenommen und zu meiner Mutter gesagt, ich habe keine Lust auf das Abitur. Und meine Mutter sagte zu mir, du musst kein Abitur machen, was so viel bedeutet wie, jeder bei uns in der Familie hat das Abitur gemacht, also streng dich gefälligst an. Sie sagte zu mir, du musst kein Abitur machen, aber dir muss eine Sache klar sein, Dachdecker kannst du auch nicht werden. Das war auch der einzige Satz, den sie mir damals mitgab. Es gab kein Donnerwetter, es gab keinen Ärger. Aber sie wollte mir damit klar machen, dass ich natürlich aufgrund meiner Behinderung nur limitierte Auswahlmöglichkeiten der Berufswahl habe. Und so entschloss ich dann also zumindest mein Abitur zu versuchen. Ich habe das Abitur dann auch geschafft mit 2,9. Yay. Und dieser 0,1 Prozentpunkt war nur deswegen besser, weil es eine Wette zwischen mir und meiner Mutter gab, wenn ich unter 3,0 bin, bekomme ich einen Laptop. Yeah. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Nach der Schule dachte ich mir dann, okay, was machst du als nächstes? Und mein großer Traum war immer, dass ich beim Radio arbeiten wollte. Ich habe als Schüler in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht beim Radio und fand das so toll, dass ich mir dachte, okay, ich möchte später beim Radio arbeiten. Und irgendwann, mit Mitte 20, habe ich dieses Ziel erreicht. Gemeinsam mit Christian Ullmann zum Beispiel hatte ich die großartige Gelegenheit, 10 Radiofolgen zu produzieren, einer Quiz-Sendung unter dem Titel »Woher sollen wir das wissen?«, wo wir von einer Redaktion Aufgaben gestellt bekommen hatten, die wir innerhalb von einer Stunde beantworten sollten. Zum Beispiel die Frage, macht Geld glücklich? Christian Ullmann war das Brain und ich war sein Sidekick sozusagen, der Typ, der im Internet dann irgendwie die Ergebnisse recherchiert. Nebenbei studierte ich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Böse Zungen nennen es Werbung. Und wenn man Werbung studiert, dann merkt man relativ schnell, dass Werbung eigentlich auch nur versucht, den Leuten die Dinge zu verkaufen, um Leuten zu gefallen, die sie nicht mögen, von Geld, das sie nicht haben. Und die Frage war also, meine Frage, die ich mir gestellt hatte, war, wie kann ich aber das Gelernte in der Medienwelt, aber auch im Studium, für etwas Sinnvolles einsetzen? Und so gründete ich vor 10 Jahren mit einem Freund und mehreren Freunden, besser gesagt, den gemeinnützigen Verein Sozialhelden. Die Sozialhelden sind eine Art Ideenschmiede, die versuchen in regelmäßigen Abständen soziale Innovationen in die Welt zu bringen.
Und wir haben uns gesagt, was unterscheidet uns von klassischen Vereinen und Verbänden? Der Unterschied für uns sollte sein, dass wir soziales Handeln nicht mit schlechtem Gewissen oder mit Mitleid in Verbindung bringen wollten oder mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Leidenschaft und mit Spaß und mit der Freude, etwas zu bewegen und zu verändern. Und eines unserer größten und bekanntesten Projekte ist die Wheelmap. Die Wheelmap ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Menschen Orte in ihrer Nachbarschaft bewerten können mit ihren Mobiltelefonen, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Die Online-Karte ist inzwischen die größte der Welt geworden zu diesem Thema. Wir haben über 500.000 Einträge und sind in 22 Sprachen online, unter anderem auch auf Klingonisch. An Elbisch arbeiten wir noch. Das Ganze hat zu unglaublich viel medialer Aufmerksamkeit geführt. Und wie Sie wissen, Medien sind auf der einen Seite gut für die Bekanntheit, aber auf der anderen Seite haben Medien auch eine unglaublich große Verantwortung, wenn sie berichten. Und wir merkten, dass sich Medien oft sehr schwer taten, über Behinderung zu sprechen und zu reden und zu schreiben. Also dachten wir, nutzen wir die Gelegenheit, wenn wir schon Kontakt zu den Medien haben, und reden mit ihnen über Vorurteile in Bezug auf Behinderung. Ganz oft lasen wir über mich zum Beispiel, dass Raoul Krauthausen tapfer sein Schicksal meistert und trotz seiner Behinderung die Wheelmap gegründet hat. Dabei habe ich einfach nur die Wheelmap gegründet. Ist völlig egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder fliegen könnte. Und so kam es, dass wir inzwischen mit dem Projekt leitmedien.de auch Journalisten wirklich fortbilden, in Form von Workshops, aber eben auch in Form von Beratungen. Ich bin also sehr viel unterwegs, gebe, wie gesagt, Beratungen und Workshops und lerne allerlei Leute kennen. Unser Verein hat viele Preise gewonnen. Den Deutschen Engagementpreis, den Deutschen Bürgerpreis. Wir werden unterstützt von Regierungen, aber auch von gemeinnützigen Organisationen. Ich bin Ashoka Fellow geworden im Jahr 2010 und das Ganze war eine unglaublich aufregende Zeit. Und ich würde sagen, eines seiner Highlights war das Überreichen des Bundesverdienstkreuzes von der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen, die heute Verteidigungsministerin ist. Sie lachen. Das Ganze führte dazu, dass ich dann gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben über mein Leben und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und das Buch heißt, jetzt wissen Sie auch warum, Dachdecker wollte ich eh nicht werden und ist inzwischen in der zweiten Auflage auf dem Markt. Ich reise viel rum mit der Bahn. Ich bin Testimonial für die Christopher-Blinden-Mission, für die ich als Botschafter in Bangladesch war, um deren Projekte vor Ort zu besichtigen und auch zu gucken, was man im Sinne der Spender verbessern könnte, aber auch natürlich im Sinne der Menschen vor Ort, für die die ganzen Projekte sind. Ich bin Testimonial für die Aktion Mensch und habe sogar gemeinsam mit Gildo Horn Wahllokale auf ihre Barrierefreiheit untersucht. Inzwischen, es ist einer meiner Hauptberufsfelder, bin ich viel unterwegs und versuche, die Gesellschaft aufzuklären rund um das Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung und auch den Unterschied zwischen behindert sein und behindert werden. Sie können also sagen, hey, der Typ hat irgendeine astreine Karriere hingelegt. Aber da war ja dieser Brief vom Sozialamt. Und lassen Sie uns doch mal kurz einen weiteren Blick machen. Wir alle, wenn wir die Zeitung aufschlagen und zu diesem Thema Inklusion vielleicht etwas lesen, Sie kennen vielleicht den Begriff sogar schon fast alle. Was ist Inklusion eigentlich? Inklusion bedeutet, dass wir Menschen, egal ob sie eine Behinderung haben, einen Migrationshintergrund, eine andere Sexualpräferenz, dass wir Menschen nicht mehr anfangen als Minderheiten zu betrachten, in die wir dann in die Mehrheit dankenswerterweise irgendwie teilhaben lassen, sondern Inklusion bedeutet, dass wir eine Gesellschaft bauen müssen, in der jeder die Möglichkeit bekommen sollte, sich zu entfalten. Völlig egal, was seine Eigenschaften sind, ob er eine Behinderung hat oder einen Migrationshintergrund. Das heißt, es ist eines der größten emanzipatorischen Aufgaben unserer Zeit.
Das ist eine der größten Aufgaben insofern, dass wir radikal Systeme umbauen müssen. Wir müssen Förderschulen schließen, beziehungsweise dahingehend verwandeln, dass sie die Durchlässigkeit von Menschen mit Behinderung in Regelschulen ermöglichen. Denn das große Ziel ist das gemeinsame Lernen. Das Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung, von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, gemeinsam in einem Gebäude, in einer Klasse und nicht in separierenden Systemen. Das ist die Idealvorstellung. Fakt ist aber auch, dass ich als Mensch mit Behinderung natürlich Unterstützung benötige. Jeden Morgen und jeden Abend helfen mir Menschen dabei, ein Mensch, nicht mehrere, ein Mensch, hilft mir jemand dabei, aus dem Bett zu kommen und ins Bett zu kommen. Menschen helfen mir dabei bei der Pflege. Menschen helfen mir, von A nach B zu kommen. Ich brauche spezielle Fahrdienste. Und all diese Hilfen kann man zusammenfassen vielleicht unter Assistenz. Das bedeutet, es gibt Menschen, die mich begleiten. Ich nenne sie meine Schatten. Auch hier im Saal sitzt mein Assistent. Wer ihn erkennt, kann ihn behalten. Nein, ich nehme ihn mit. Das bedeutet, wer bezahlt diese Assistenz eigentlich? Diese Assistenz wird vom Sozialamt bezahlt. Und damit wären wir wieder bei diesem Brief. Denn ich bekomme 12 Stunden am Tag vom Sozialamt als Assistenzleistung bezahlt. 12 Stunden am Tag, das sind viele Stunden pro Monat. Das sind insgesamt 6 Menschen, die sich diese Stunden aufteilen. Das kostet viel Geld. Das bedeutet, dass Menschen, die eine Behinderung haben und auf Assistenz angewiesen sind, völlig egal, wie ihre Karrierelaufbahn im Vorfeld war, nicht mehr verdienen dürfen als 798 Euro im Monat. Bis ich sterbe. Das bedeutet, dass ich nicht mehr sparen darf als 2600 Euro insgesamt an Vermögen. Kein Bausparvertrag, keine Lebensversicherung, kein Lottogewinn, kein Erben, kein Vererben. Würde ich heiraten, meine Partnerin oder meinen Partner, würde ihr Einkommen oder sein Einkommen genauso dazugerechnet werden. Das heißt, auch sie würde enteignet werden. Mehr oder weniger. Dabei bezahlen wir doch alle mit unseren Steuern, mit unseren Sozialabgaben. Ich habe 10 Arbeitsplätze geschaffen. Dabei bezahlen wir doch mit unseren Steuern und Sozialabgaben bereits diese sozialen Leistungen. Würde ich letztendlich mehr als diese 798 Euro verdienen, würde mir davon 40%, mindestens 40%, zwischen 40% und 80% wieder abgezogen werden. Das heißt, ich würde doppelt zahlen. Wo bleibt denn da der Anreiz, überhaupt zu arbeiten? Denn der Witz ist, ob ich RTL 2 gucke oder arbeite, die Assistenzkosten bleiben ja die gleichen. Und wenn wir wirklich eine Gesellschaft wollen, in der Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen bekommen sollten, wie ich sie hatte, dann dürfen wir doch diese Inklusionsbemühungen, wenn sie dann in den Arbeitsmarkt eintreten, nicht im Keim ersticken. Und deswegen fordere ich Sie auf, meine Damen und Herren, zeichnen Sie mit uns diese Petition zum Thema Teilhabegesetz. Benutzen Sie das Hashtag Teilhabegesetz und teilen Sie auf Twitter und Facebook die URL kampagne.teilhabegesetz.org und unterschreiben Sie selbst. Vielen Dank.